Projekt neue Autoren und Autorinnen für die Wikipedia. Und zwar, weil es immer weniger gibt, also weniger Leute bearbeiten die Wikipedia und da ist es einfach wichtig, für Nachwuchs zu sorgen. Sag mal, was schenken wir unserer Mutter eigentlich heute zum Geburtstag? Ah, Papa, das ist doch total einfach. Die neue AK 3001. Das klingt super. Lass uns das bestellen. Er fragt mal seinen Sprachassistenten Holohorst. Holohorst, sag mal, was ist eine AK 3001? Hallo Flo, eine Sekunde. Oh, für diese Information muss ich 75 Bitcoin berechnen. Was ist eigentlich mit dieser Wikipedia passiert? Die Wikipedia litt jahrelang unter einem Verlust ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sank deshalb sowohl in Bearbeitungen als auch in Qualität und ist heute eingestellt. Ich habe das für dich einmal ganz praktisch an die Wand projiziert. Also die deutschsprachige Wikipedia wird von niemandem ganz alleine geschrieben. Das sind in Deutschland alleine 5.000 bis 6.000 Leute, die mehrmals im Monat kleine oder große Änderungen machen. Das waren aber mal viel mehr. Im Jahr 2007 waren es knapp 8.000 Leute und seitdem geht das kontinuierlich runter. Die Zahl wird immer geringer von Leuten, die mitmachen. Wow, vielen Dank. Das sieht aber nicht gut aus. Heute sind die Mitglieder da, um mit uns zu diskutieren, was mögliche Ansätze wären, um neue Autoren zu gewinnen. Und wir sind da immer offen. Wir diskutieren gern mit jedem, nehmen alle Ideen auf, weil wir wissen ja auch nicht, wohin die Reise geht. 2017 machen wir 5 Kampagnen in der Wikipedia. Also über Banner versuchen wir, neue Autorinnen und Autoren zu finden. Das war einmal am Ende der Spendenkampagne im Januar, dann einmal im Frühjahr, jetzt im Sommer nochmal. Und im Herbst wird es eine große Kampagne geben, wo alle unsere Erfahrungen aus den vorherigen in eine zusammenfließen. Die wird dann hoffentlich sehr erfolgreich. Und bei der nächsten Dankesbanner-Kampagne nochmal. Und wir probieren einfach jedes Mal einen anderen Ansatz aus. Also mal emotional, mal sachlich. Verschiedene Hilfsangebote werden da vorgestellt, um dann zu gucken, was am besten funktioniert. Das Ziel dieses Jahr ist, dass wir es an mehreren Monaten schaffen, mindestens 4, dass mehr Leute als im vergangenen Jahr an der Wikipedia teilnehmen. Wir wissen noch nicht, ob wir das erreichen, aber wir probieren es. Ich glaube, viele Leute trauen sich nicht, in der Wikipedia etwas hineinzuschreiben. Nicht, weil sie nicht mutig wären, sondern weil sie vielleicht denken, es gibt so viele Artikel in der Wikipedia, viel mehr als jemals im Brockhaus standen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dort noch Dinge fehlen und dass ich einen Beitrag machen könnte. Das ist ein Punkt, an dem wir ansetzen wollen, weil es tatsächlich ganz, ganz viele Fehler, Baustellen gibt, die man in der Wikipedia noch beheben kann. Leute, die dort regelmäßig arbeiten, die nennen sich Wikipedianer oder Wikipedianerinnen, sagen als allererste, die Wikipedia wird niemals fertig sein, es gibt immer was zu tun. Ich würde mich als Wikipedianer bezeichnen. Ich habe vor 11 Jahren mit Editieren angefangen. Es gibt auch aus der Community der Wikipedianer viele Aktionen und viele Tools, mit denen das Neulingen das Bearbeiten erleichtert wird. Es gibt schon sehr lange das Mentorenprogramm, mit dem Neulingen geholfen wird, sich in der Wikipedia besser zurechtzufinden zum Beispiel. Was relativ neu ist, das sind auch Videos, in denen erklärt wird, wie die Wikipedia funktioniert, wie man dazu beitragen kann. Hallo, herzlich willkommen. In diesem kleinen Video möchte ich dir jetzt zeigen, wie man eine Benutzerseite anlegt. Heute habe ich Neulinge sozusagen geschult und es waren insgesamt 37 Interessierte. Die meisten davon hatten Wikipedia noch nie bearbeitet. Und nachdem sie gesehen haben, wie einfach das ist, haben direkt einige schon ihre ersten Edits, wie wir das nennen, gemacht. Ich habe in dem Kurs schon eine erste Korrektur auf einer Seite übernommen. Die wurde dann auch direkt freigegeben. Dann ist das ja ein Erfolgserlebnis und mal schauen, dass ich vielleicht demnächst da weiter dran arbeite oder vielleicht auch mal ganz neue Texte einsetze. Also das hat mir jetzt so einen Kick gegeben, dass ich auch aktiver werde. Man sehen eben auch mehr als Autor mehr reinschreibe und dann eben das auch den Schülern eben noch näher bringen möchte. Das sieht aber nicht gut aus. Aber zum Glück gibt es ja noch eine andere Option, wie es 2030 um die Wikipedia und das freie Wissen stehen könnte. Die Autorenzahlen sind langsam wieder nach oben gegangen und stabil. Es ist völlig normal, Informationen zu bearbeiten. Holohorst, was ist eigentlich eine HK 3001? Die Wikipedia sagt, die KH 3001 ist eine künstliche Netzhautimplantation. Wow, das sollten wir der Mama auf jeden Fall kaufen.